Hallihallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Ova Magica. Ja, wir haben die erste Liga geschafft. Mit Bravour bestanden, möchte ich sagen. Wir haben 30 Geld bekommen, so super. Und heute ist, weiß ich gar nicht, wir werden, denke ich mal, wieder ein bisschen kämpfen. Weil das halt doch immer so ein bisschen drin ist. Wir müssten... Letzter Tag des Frühling-Herbstes-Dings... Hat ja nur drei Jahreszeiten, die anders heißen. Und da ich nicht mehr weiß, wie sie heißen, ist Frühlingsherbstding, okay? Frühlingsherbstding. Wobei wir eigentlich, müsste es ja ein Sommerherbstding sein. Naja, egal, ist ja auch, ist, alles ist gut. Heute scheint die Sonne. Was eigentlich nicht so gut ist, weil es heißt, wir müssen gießen. Wir haben ja leider noch keinen Sprinkler. Wenn wir den überhaupt jemals bekommen. So. Ich bin immer noch... dabei, das mich voll interessiert. So, was steht hier in der Beschreibung? A shiny sharp set fall from the sky. Can it melt into something? Can it? Kann ich das in irgendwas verschmelzen? Oh! Geht sogar wirklich. Okay. Gut, danke für den Tipp. Was wollte ich jetzt? Essen sammeln. Pilze und so ein Krams. Wir wollten ein paar Pilze sammeln gehen. Okay, wir kriegen einen Wishing Star. Okay, ich habe keine Ahnung, was ein Wishing Star ist oder sowas. Wir werden das herausfinden. Spätestens dann, wenn er gleich fertig ist. Aber erstmal gucken wir sowieso zu unseren... zu unserem Bumbles hier. Muss ich streicheln, oder? Nee, muss ich sogar heute nicht. Cool. Das kann ich mir sparen. Machst du doch einfacher mit E. Alles geht einfacher, wenn man die E-Taste verwendet hier eigentlich, aber irgendwie mache ich das nie. Du hast einen Pilz gegeben. Dann gebe auch gleich wieder einen Pilz hin. Muss ich euch lieb haben? Nö, auch nicht. Okay, cool. Der eine gibt Pilz und frisst das wieder. Das ist ein bisschen sehr eigenartig. Let Blob X wishes come true. Hint, if it is used on a wild blob, the blob will drop an egg after battle. Does not work on boss blobs or blobs owned by a trainer. Oh, okay, das ist gut. Ich weiß noch nicht, wie das funktioniert. Ich denke mal mit Item nutzen, wa? Geil. Okay, nice. Dann kriegen wir dadurch die Blobs, die wir haben wollen. Nice. Okay, cool. Ja, gut. Danke. Nehme ich mit. Außerdem ist das Zeug 3000 wert. So, aber wir wollten das hier machen. Milch kann ich dir geben und einen Tennisball. Nope. Nope. Milch haben wir noch da. Den Hammer wollte jemand. Tennisball. Das andere können wir auch machen, aber ehrlich, ich möchte eigentlich gar nicht so viel ausgeben. Ihr kennt mich, ich bin geizig. Geizig wie die Hölle. Hier bitte. Dann müssen wir jetzt nur noch in die Zucht gehen. Müssen wir nur noch in die Zucht gehen und dann gucken wir mal. Noch sind wir nicht so weit, dass wir züchten können. Noch haben wir noch gar keine Idee, wie wir züchten. Noch haben wir gar keine Idee. Entweder übersehe ich die ganze Zeit etwas. Oder es... verkackt. Oder es geht halt wirklich nicht. Noch nicht. Aber ich möchte auch nicht behaupten, dass ich irgendetwas übersehe. Dass ich nicht irgendetwas... Also, dass ich... Also, ne? Ihr wisst, was ich meine.
Ich meine, ich habe auf Twitter ein paar Video oder ein paar Bilder gesehen mit Zucht und sowas, wie das funktioniert. Aber... Mir fehlt Kohle. Wir haben keine Kohle mehr, macht nichts. Dafür haben wir Wishing Stars. Ich denke mal, wir sollten neue, bald. Neue Dinger fangen, wa? Habe ich noch Kupfer? Nee. Haben wir jetzt hier ausgegeben. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Funktioniert leider nicht in Kämpfen. Aber halt bei wilden Blobs. Ich weiß noch nicht, welches jetzt hier wilde Blobs sind. Wir haben auch noch jede Menge Sprechaufgaben hier, ne? Also, Events. Die müssen wir auch mal langsam angehen, würde ich sagen. I shake the tree. Ist schön, dass ich die Äpfelbäume beklauen darf. Finde ich schön. So, bei ihr nämlich. Ich dachte, ich hätte da gerade noch einen Weizen gesehen. Naja, gut. Bei ihr, bei da hinten, bei ihr. Ich will mal ganz kurz gucken, ob wir schon in der nächsten Liga kämpfen können überhaupt. Das wäre auch noch interessant. Und ob wir neue Dinger haben. Wollte jemand eine Soda? Öl habe ich, glaube ich, sogar, oder? Speak erst to the Rezeptionist. I soll den Spiel hier mit dir. Welcome to the Blob League, where dreams are made or crushed. Don't mind, how can I help you? I want to enter the Turnier. You want to sign up for the Clover Cup? You are in 100 years too early to compete. But which I was... Which I mean, the preparings are still under, of course. Hint, increase your friendship. Ach ja, stimmt. Stimmt. Stimmt, ja. Ich erinnere mich, dass da tatsächlich was war. Gibt es denn hier was Neues? Nö, schade. Schade, schade. Aber ja, stimmt, da stand was davon. Ja, ich entsinne mich. Das geht hier ab. Not only you done a lot for the Blob Lab, but you have also made a name for yourself as a Club Champion. Ja, ja, ich bin der Beste. Oh, der braucht auch nicht mehr viel. Machst du ein Battle oder was? Kämpf nicht gegen jemanden, den du nicht kennst. Okay, ein Battle? Ich weiß nicht, wie stark ihr jetzt seid. Also die haben ganz schön, dadurch, dass wir jetzt ja blobmäßig abgegangen sind, haben die ganz schön Wumper dahinter. Wumper. Mit ihm müssen wir hier auch unbedingt reden und sein Event machen. Boah, ich weiß gar nicht, wo er ist. Wir haben ihn noch gar nicht gesehen wieder, ne? Ich möchte nur sagen. Hi. Let it spin, bro. Let it spin. Von mir aus danke. Nehme ich mit. Geschenkt nehme ich alles mit. Wie im echten Leben. Oh, das kann ich mir nicht leisten. So. Mit allen müssen wir auf Freundschaftslevel 1 kommen. Ich meine, es sah, glaube ich, sogar tatsächlich gar nicht mal so schlecht aus, ne? Guck mal, die hat ein Herz-Event, die hat ein Herz-Event, sie hat ein Herz-Event, sie hat ein Herz-Event. Ne, sie hat ein Herz-Event, sie hat ein Herz-Event. Da. Aber wo ist denn der andere? Wo ist denn der Züchter? Wir haben seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Oh, hi. Können wir kurz reden? Oh, du bist noch weit weg.
The restaurant closed today, so I'll be here if you want to chat for a bit. If not, that's okay too. Let's talk. Okay, ist mir egal, worüber du redest. Let's battle? Klammern. Warte, das ist Wind. Wind ist... Nee, da du bist gut gegen Wind. Defenden. Wow. Da noch überlebt, der Sausack. Und dafür kriegen wir die Pumpkin Attack dann ab. Sehr schön. Und Bots. Sehr gut. Und Level Up dafür. Fischnuggets. Ja, cool. Danke. Auch nochmal wieder Freundschaft erhöht. So, das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Das war schon mal gar nicht mal so schlecht. Gleich mal ein bisschen Austern aufsammeln. Dann haben wir schon mal uns mit ihr so ein kleines bisschen mehr angefreundet. Was macht ihr denn hier? Müsst ihr Holz tragen für die hier drinne? Voll Sünde. Schläft, ist egal, reden wir trotzdem mit. Ist bald soweit. Ist bald soweit. Weißt du was, wenn wir ein Battle machen, ist es vielleicht soweit. So, Wind. Bist du wieder. So, Skill, Pumpkin Attack, Angriff. Lebt noch. Lebt tatsächlich noch. Gott sei Dank, Miss. Bist du froh drüber? Hier, bitte. Gleich nochmal. Sehr gut. Oh cool, Eisenerz, danke. Angefreundet. Oh cool. Müsste fertig sein, dann können wir sie nochmal ein Level. Dann ist sie glaube ich schon Level 3. Hier müssen wir auch rein, ne? Hier wird ja die junge Frau sein, denke ich mal. Da. Ich weiß nicht, wie sie heißen. Opal, glaube ich, ist das. Ja, siehst du, ich wusste es sogar noch. I'm sorry again for bumping so hard into you the first time. Stop blaming yourself. There's no need to apologize. Blame dich nicht selbst. Oh, I'm sorry, I mean apologize. Fuck. Das war nicht richtig. Na gut, betteln wir. Gegen den hast du eh keine Chance. Ich glaube nicht, dass du sie überholst, wa? Hätten wir, glaube ich, nicht überholt. Die überleben das jetzt immer alle. Gar keine One-Shots mehr. Man soll mir recht sein, aber trotzdem. Sprech's ja nur an. So, Freundschaft erhöht. Wir kriegen Medizin. Dankeschön. So. Angefreundet. Das sind halt die Charaktere, die ich meistens immer links liegen lasse, ne? Okay, bei ihm brauchen wir Event. Jetzt gehe ich noch zu der... junge Frau, mit der wir leider nicht kämpfen können. Weil sie zu schwach ist. Oder sich zu schwach fühlt oder irgendwas, sowas in der Art. Aber mit ihr müssen wir uns auch anfreunden. So. Dauert auch eigentlich nicht mehr so lange. Nicht, wo der hin ist, ne, der Typ. Kriege ich das irgendwo anders zu sehen?
Er ist auch Level 1, also kann es mir eigentlich relativ egal sein. Stimmt, wir hatten mit ihnen ja sogar mal ein Event gehabt. Ja, stimmt. Okay. Da müssen wir noch. Ja, gehen wir zum Bahnhof. Weißt du was? Gehen wir zum Bahnhof. Dann ist er auch mal wieder zurück in seinem Laden und wir können mal gucken, was es gibt. Okay, der Bahnhof ist ganz auf der anderen Seite. Schön. Hi. So, einen Tag mit Ihnen verbringen. Home at last. I don't think I have would have survived another minute in that crowded train. Okay, so what an unexpected surprise seeing you here. Don't you just hate public transportation? It's smelly, nosy and filled with people lack on sense of personal space. I have to suspect myself to torture every week just to go shopping for clothes. Why should I have to go to such lengths of to dress myself fashionably? It's ludicrous. Is oh god, hier der Typ. Why not staying at home? Have you considered making your own clothes? Sounds like a personal problem. Hast du mal drüber nachgedacht, eigene Klamotten zu machen? I don't have time for that. So the idea of hiring someone else to tailor custom clothing for me is not bad. Of course, a simple farmer like you can't quite grasp the importance of good clothing. Ich hasse diese Person für die Pest. You, sir, are you just the person I have been looking for? Can I help you? I am a reporter from the city. I am looking for my next big scope here in Clovertown. I happen to overhear a bit of your conversation with your friend over here. You must be Carnelian, Clover's fashionista type. I prefer to call be a person with style. But yes, that's me. I have heard a lot about you. I'm just so happy to be doing a spread on Clover Town's fashion. And who better to spotlight than you, good sir? Well, I certainly can't deny that. I am a style icon around here. Marvelous. I will need fashionable photos of you. They don't have to be super fancy pictures. Just good enough for publication. I'd take them myself. But my camera needs repairs. Perhaps your friend over here can help you out. Case, could I trouble you to be my photograph? Sure. Very well. Take your time getting some nice shots. Meet me here when you're done. Finally, the whole world will know the true meaning of style. Let us commence the photo shoot. This was more exhausting than expected. Well, Case, how did the photos turn up? Entschuldigung, ich hatte die Kamera falsch rumgehalten. Ich habe mein Bestes getan. You certainly did. I could see how much effort you put into getting perfect shots. I learned a valuable lesson today. As handsome, fashionable and photogenic as I am, I have no patience for modeling. I'd much rather buy or sell clothes. If I start my own fashion line on one day, perhaps you'd be interested in modeling for me? Nee, kein bisschen. Absolut gar nicht. Nein, ich kotze gleich vor. Ne? How did the shoot go? It was honestly one of the worst experiences of my life. However, thanks to a certain someone, it was also unexpected, quite enjoyable. Magnificent. Would you mind showing me the photos? Da, so hält man die Kamera ein, wenn ich Fotos zeige. Fantastic, dazzling, inspirational. You have a talent for photograph, Case. Have you ever considered getting into journalism? I can't picture Case as anything but a farmer. I think that's a compliment, Case. You must be good at what you do. Anyhow, I will get right to work on that Clover Town fashion spread. Thanks for allowing me to cover you, Carnival. I look forward to the finished product.
Der Typ ist so anstrengend. That was certainly something. I wasn't expecting to be the star of a Photoshop today. Shoot. Caspian and I are long overdue for a rest. His feet must hurt as much as mine. Er hat Füße? Traveling to the city just for a little shopping is a tiring endeavor each and every time. If only Clover Town would invest in a fashion district or boutique. Someone with exquisite fashion taste like me deserve at least that. God, der Typ, ey. Well then, enjoy the rest of your day, Case. Ja, bitte geh, bevor ich echt noch dir auf die Schuhe kotze. Alter, meine Güte. Ich hab ne Idee. Ne richtig geile Idee. Oh Gott, wir haben ja wirklich ne Idee. Okay.